Ja. Und wie sieht es jetzt aus, nachdem alles ordentlich befestigt ist? Jetzt noch da einen davor. Der muss natürlich auch seine 8,7 Abstand haben. Und wenn das 8,7, 8,2 werden, dann ist das natürlich nicht so schön.
passt nicht ganz, aber ausreichend. So, wie geht es jetzt wohl mit Glas 3 weiter? Das wird in einer Doppelkurve rausgeführt. Und braucht hier einen kleinen Gegenbogen. Den muss ich mal berühren. So, und der Anschluss auf das Nachbargleis soll über so ein ausziehbares Gleis erfolgen. Wie auch immer man das dazu bewegt, sich auszuziehen haben. Und damit kann ich das hier schon ohne weiteres festschrauben.
Gleis 1, 2 und 3 sind durch. Das nächste wäre jetzt Gleis 4. Und das benötigt natürlich auch rechtzeitig den Abzweig mittels einer Rechtsweiche. Und damit endet Gleis 4 auch schon in dieser Weiche. Ist ja nicht schlecht, spart eine Menge Arbeit am Ende. Ist aber ihr Thema der nächsten Folge.